So, hallo. Ja, ho heute ein kleines bisschen spontan, ein kleines bisschen anders. Bisschen chaotisch. ich habe nämlich einen. Ja, Flo ist da, der. Ach, bin ich das? Ja, nee, der ist nicht da. Also, den habt ihr nicht gehört. aber wir haben noch einen Gast dabei. Hallo. Wie Frage ist kommst noch, du denn hallo, jetzt schon wer wieder ist hier? das? Wer ist das? Wie kommst du hier hin? Wer bist du und was machst du hier? Hallo, ich bin der Philipp und ich bin auch dabei. Gut, Hallo, keiner, Philipp. ich kann mit dir rufen. Ja, hallo, ich bin der Novanion, hallo. Ich hab die beiden so ein bisschen angeregt. Ja, ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, das irgendwie nochmal zu machen, aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt wirklich so kommt. Und ich wusste nicht mal 10 Minuten vorher von dem Stream. Ja, ich wusste 15 Minuten vorher auch noch nichts. So. Ja, ich versuche noch mein Spiel wieder zu starten gerade. Das braucht gerade einen Moment. Ja. Habt ihr irgendwie interessante Themen, über die ihr quatschen wollt? Ja. Ja, nicht alle auf einmal. Wenn du schon so fragst. Ja, ihr könnt euch ja mal was überlegen. Ach, jetzt sollen wir uns auch noch was überlegen für den sein Stream. Als Gast jetzt noch die Arbeit machen. Ja. Ja. Schrecklich. Also Flo, das musst du ja schon eigentlich kennen. Ich weiß von gar nichts. Ja, wir werden auf, oder ich werde mit meinem Zweitaccount heute ein bisschen durch Hogwarts laufen und die Ostereier sammeln. Und vielleicht dem einen oder anderen zeigen, wo noch was liegt. Aber ich kann auch schon direkt sagen, heute Nacht werde ich die Ostereier entfernen. Heißt, wer intelligent ist und die Ostereier noch zu finden möchte. Mach das am besten heute. Letzte Chance. Mal gucken, ob ich selber noch alle kenne. Ich glaub's actually nicht. Also ich meine, es sind ja 50 Stück. Ich habe sie zwar gesetzt, aber. Ich habe irgendwie fast 2 Stunden nur mit dem Durchlaufen gebraucht oder Ja, sowas. same. Alles vernünftig abzusuchen oder so. Ich habe nur eine halbe Stunde fürs Setzen gebraucht, aber ich Ja, toll. Du musst doch nicht jeden einzelnen Raum Aber von die Leute diesen können ja auch Millionen ein Räumen bisschen glücklich schätzen, durchlaufen. dass ich die nicht gesetzt habe. Das ist wahr. Ja. Was habe ich jetzt hier gestartet eigentlich? Glaube, das ist der richtige Account. Ach ja, für alle. Nochmal. Ihr seht ja diese wunderschönen Bilder, die hier durchlaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne immer auf unserem Twitter-Account, wenn ihr irgendwas sowas erstellt, könnt ihr uns gerne sowas zusenden. Ja. Da sind wir immer erreichbar und wenn wir die da kriegen, fügen wir natürlich da mit ein. Gut. Guck mal, was so im Chat los ist. Ja, guck doch mal. Ich glaube, ich kann mittlerweile. Ah, Minecraft wird erkannt. Gut. Das Einzige, was heute auf Anhieb klappt. Ja. Dann schalte ich euch mal um auf Minecraft. Und wie wir schon sehen können, muss ich noch einmal ganz kurz die andere IP-Adresse eintragen. Okay.
Aber wir können tatsächlich schon mal vielleicht anmerken, dass es bald wieder mit der GP.net funktioniert. So. Und jetzt ist die Frage, wo lande ich hier? Irgendwo. Nicht in Hogwarts. So ähnlich. Kann mal jemand diese riesige Minimap da wegmachen? Wie geht das nochmal? Gott, ist die groß. Ja, eben. Wie krieg ich hier weg? Ah, Hilfe! Was hast du für eine? Drück mal Y. Journey Map. Nee. Oh Gott, die Journey Map noch. Ja, das J. Ja, und dann hier über Settings. Einfach in den Einstellungen, Steuerung. Minimap deaktivieren. Ah, viel besser. Ja, man kann da ein bisschen was sehen, was man eigentlich normalerweise nicht sehen kann. Was man normalerweise nicht sehen kann? Auf der Minimap, wenn du die große eingestellt hast, dann sieht man so einen hässlichen Daniel. ja, stimmt. Der sitzt da. Ja, ich muss erstmal das Left Warp überhaupt einmal gehen. Hui. Ja. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an zu suchen, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber mit System. Mit System, gut. Dann fange ich mein Bootshaus an. Mit System sehr gut. Klappt das ohne Probleme. Und dann gehe ich oder fange ich einfach mal ganz hinten an. Ich weiß, dass da eins ist, ja. Ich fange aber unten an. Weil ich mach's ja mit System. Also, ja, willkommen im Bootshaus. Das erste Ei haben wir hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich alle 50 finden werde. Und wenn ihr den Chat ein bisschen im Auge behaltet, könnt ihr natürlich auch gerne mal Fragen stellen, falls da irgendwas kam. Ansonsten muss Nova sich irgendein Thema ausdenken. Oh Gott, ja. Warum denn ich? Weil die Gäste immer arbeiten müssen. Ja, genau. Hauptsache genau. So wenig selbst tun wie wir. ja, aber das Gute ist, Tobi, jetzt merken die Leute, es gibt einmal Novania und es gibt Nebio. Ja. Das ist, wir sind nicht dieselbe Person, das ist... Ja. Das, Das wird jetzt für manche Leute bestimmt so mindblowing sein, aber ja doch. Ja. Dass zwei unterschiedliche Personen auch noch sind, ne? Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, im Bootshaus ist das erste, auf der Treppe dahin runter oder hoch ist das zweite. Und das dritte Ei... Ja, komm, ich gehe erstmal in die große Halle. Ich gehe erstmal da weiter. Ist ja einiges los. beziehungsweise ich biege erstmal links ab. Wir haben nämlich hier in Fischs Schlafraum hier ein Ei. Ich habe erst überlegt, das in die Folterkammer zu packen, aber das fand ich dann irgendwie ein wenig. Ach, da passt's rein. ja. In der großen Halle dann ist hier am Hufflepuff-Tisch am ersten ein Ei. Es fügt sich auch gut ein. Ja. Und dann geht es weiter runter ins Pokalzimmer tatsächlich. Also, ich weiß, diese Treppe ist nicht die beste. Und, Das Gute, man muss nicht wieder hochlaufen. Ja, man kann mit Warp wieder hoch. Das ist ganz angenehm. Aber man muss halt den Chat gerade köstlich. Was? Das sind zwei Personen? Ja. Hier ist das nächste Ei neben den oder an dieser Säule, wo die ganzen Pokale von den Events stehen. Ja. Ich weiß jemanden, der dieses Ei komplett übersehen hat. Wo die Person genau da dran vorbeigelaufen ist. Ja. Das haben so viele Leute das Ei im
in der großen Halle übersehen und dann... Ach, nee. Ja, aber es gibt mir, also ich bin da ja noch nicht, ich mache jetzt erstmal hier den zweiten Gebäudekomplex, den ganzen Bereich, aber da gibt's noch ein Ei, was glaube ich noch mehr übersehen worden ist, oder? Ja. Aber ja, ich gehe erstmal nach unten in den Kerker. Weil da ist natürlich auch ein Ei. Ich war auch ganz freundlich. Ich habe es hier relativ sichtbar platziert, wenn man halt hinguckt. Naja. Also, ja, ich hätte es natürlich auch da hinten in irgendeine hinterste Ecke packen können, aber ich habe es dann doch lieber hier vorne hingepackt. Ja, gehen wir in die Küche runter. Und in der Küche ist auch auf irgendeinem Tisch ein Ei gewesen. Da hinten. Haben wir schon ganze 7 Eier gefunden. Wir sind gut. Ja, man könnte fast denken, ich hätte die gesetzt. Ich denke, ja. Denk, bei 48 wirst du dann noch so... Ja, mal gucken. Also, im Gemeinschaftsraum von Hufflepuff ist eins. Und jetzt muss ich überlegen, in welche Richtung ich gegangen bin. Ich bin nämlich in beide gegangen. Ich glaube, ich bin in dem linken, soll das Ei sein. Und dann war das links das erste oder das zweite? Ja, ich weiß, dass es hier in irgendeinem der Schlafzelle ist. Nein, es ist komplett woanders. Da ist es. Also es ist, sag ich mal, linke Treppe hoch, den ersten Gang rein und dann das hintere rechte. Ja, ja. Okay, dann ist das das, was vielleicht vorher eingesetzt. Ich mach grad nochmal so ein bisschen das Schlusslicht. Ja, damit sind wir hier unten bald fertig. Das ist so gemein. So, zuerst mal hier die Treppen hochrennen. So. Ah, geh ich. Ich geh erst SDB. Also, zum Stein der Weisen. Da gibt es ein Ei und da muss man halt erstmal hinlaufen. Heißt Fluffy und runter. Das hat sich auch so gut eingefügt, das hab ich so lange übersehen. Boah. Ich hab's auch fies platziert. So. Autsch. Dann. Ja. Weiter durch den Schlüsselraum, weiter durch Richtung Schachfeld. Und beim Schachfeld, also vielleicht hat man es gerade schon gesehen, aber hier an dieser Trümmer sitzt das einfach drauf. Das ist das 10. Ei. ja, Warp Hogwarts. 1/5. Yay. Und dann müssen wir die Treppen wieder hochlaufen. nee, hier war der Raum. Der war weiter oben. Okay, da unten habe ich nichts platziert, das heißt, da muss ich geht die Treppe weiter hoch. Ja, auch weiter hoch. Und hier rein und dann müsste ich hier auf der rechten Seite in diesem Raum eins sein. Ja. Und gut, ich habe schon 11 Eier gefunden. ja, weiter oben ist noch eins. Da gehe ich erst. Wenn ihr nicht hinterherkommt. Ihr könnt euch diesen Stream im Nachhinein nochmal anschauen. Ja, der Stream bleibt auf jeden Fall online. Ihr solltet es halt nur heute machen, weil... Genau, dann könnt ihr einfach durch das Video im Prinzip nochmal durchskippen. Ja. So, und hier müsste... Ja, hier ist das nächste. Das haben auch ganz, ganz viele nicht gefunden. Ah, ich... Diese neue Stelle da...
jetzt halt neu hier und dementsprechend. Und es ist wieder gestorben dabei. Ja. Aber Beschwerden bitte an den Erbauer. Wurde im Live-Chat so gesagt, dass das so gemacht werden soll. Gut, gehen wir hier weiter. In die, auch diese, was hier neu gebaut worden ist. Und hier haben wir in dieser. Nein, jetzt nennt es Sitzecke oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Ei. Ja, dann haben wir hier, wo er letzten Stream die Treppe gebaut hat, kann man nach oben gehen. Und dann kommt hier ein Ei. Und das Schöne ist, man sieht einfach Hogwarts wieder, so ganz Hogwarts. Ja. Man kommt überall hin. Ich jetzt als erstes lang, ich gehe jetzt erst nach oben. Und gehe erstmal Richtung Krankenflügel, da ist auch noch ein Ei, das habe ich fast vergessen. Und im Krankenflügel ist keine Überraschung, dass da natürlich auch ein Ei ist. Also müsste hier da sein, ja. Und dann heißt es erstmal Treppen laufen, weil wir müssen runter in den Innenhof. Bei den Räumen habe ich Flashbacks bekommen zu letztem Jahr Eiersuche. Ich glaube, ich. Ganz doof. Doch, ich. Ja, stimmt, ich habe einen da oben versteckt in dem rechten hier an die Treppe runter. Und dann bin ich noch die falsche Seite runtergesprungen, ist auf der Seite. So. Ja, jetzt aber weiter nach unten. Und dann gibt es einmal hier bei diesem eingestürzten Dach so das eine Ei. Für das nächste Ei muss man bis nach ganz da hinten laufen. Gib FPS. Ja, es geht. Also, es ist nicht optimal, aber da ganz hinten, wenn man es überstanden hat, kriegt man dann eine Belohnung in Form eines Eis. So, dann muss ich hier einmal zurücklaufen, weil es gibt noch ein Ei, von dem ich auch hier hinkomme. Und das ist auch eins, was viele nicht gefunden haben. Mhm. Und ich gehe durch dieses Bild durch. Das ist ja der Geheimgang, wo wir auch 1700 ein Tier hinter versteckt haben. Und da ist halt auch ein Ei. Könnte sogar hier in irgendwie die Position noch gewesen sein, wo das Tier sogar war. Ich weiß es nicht genau. Ja, doch, kann gut. So, dann. Ja, komm, dann gehe ich jetzt mit Frau Pockwurz wieder zurück. Das ist jetzt einfacher, als mich durch das ganze Treppenhaus da wieder hochzulaufen. So. Dann. Den Gang wieder rein. Und diesmal halt, hier sind wir eben hoch zum Krankenflügel gegangen, gehen wir hier den anderen Weg rein. So. Und dann haben wir hier in diesem Fenster oder in diesem Balkon da eins sitzen halt. Dann gibt es hier in diesem neuen großen Fenster gibt es eins, wo man hier auf den Uni-Innenhof gucken kann. Gut, dann die Bibliothek hat natürlich auch ein Ei bekommen. Ganz klar. Müsste hier in dieser Reihe sein. Dann würde ich als nächstes in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum gehen.
Und wenn ich die beiden gefunden habe, haben wir schon Halbzeit. Wie schnell bist du denn bitte? Ja. mit System geht das schnell. Aber ja, wenn man halt weiß, wo die sind, geht das schnell. Das auch. Ja, okay, natürlich, ich weiß, habt ihr ja gesetzt. Das ist dementsprechend klar, ja, aber... Mit dir, Tobi, übersieht es trotzdem eins. Ja. Okay, kann durchaus sein. Wir werden es sehen. So, hier ist ein Ei. Und das nächste ist immer links halten. Dann gibt es hier die erste Etage, die ist es nicht, sondern es ist die zweite Etage. Und dann hier da schräg hinter. Zack, da ist es. Halbzeit. dann sind wir in Gryffindor schon fertig. Jetzt mal kurz überlegen, wo ich es am sinnvollsten weitergehe. Hier gucken. Ja. Ihr habt euch alle versammelt, oder wie? Also, falls ihr das nicht merkt, dieser komische Typ hier, der ist mit dabei gerade. Hallo! Ah, hallo! Hallo! Nova! Ich bin aber weiter so. Es gibt. Hey, ist gemein. Warte, die Besenkammer schon hier? Ja, die Besenkammer war schon hier. Gibt es nämlich hier oben hier ein Ei. Dann gibt es hier bei Fred und George, das sind ja dahinter, gibt es aber hier draußen ein Ei. Das war sehr sneaky, weil da guckt man nicht hin. Und man sieht halt nur, wenn man wieder rauskommt von Fred und George, das war sehr... Ja, und dann gibt es hier auf den Büchern ein Ei. Ist gemein, muss man ja auch sagen. Ich von hier aus weiter auf die Brücke. Tatsächlich bei Fred und George war es so, dass da innen drin irgendwie kein wirklich guter Platz war, um das hinzusetzen. Das war alles irgendwie so schon zugemüllt mit irgendwas. Deswegen habe ich das halt draußen. Jetzt sag doch einfach, es war deine Intention, weil es einfach so noch gemeiner war. Das kannst du ruhig sagen. Ja, okay. auf jeden Fall hier im Gebäudekomplex hinter dieser einen Säule ist eins. Geradeaus durch haben wir auf der linken Seite direkt eins. Damit sind wir schon bei 30 Eier. Du bist so schnell, ey. Gehen wir aufs Trainingsgelände. Speedrun. Eier suchen Speedrun. Habe ich hier eins? Ja, ich weiß, ich habe sie halt gesetzt, aber ich habe. So, dann, nein. Doch, ich muss hier hoch, ich muss nämlich auf die Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Denn hier oben gibt es hier hinten ein Ei. Ist auf der Mauer ganz nicht gesetzt. Natürlich auch hinten, damit man es nicht direkt sieht. So, und welcher der Türme war es? Ich meine, der Turm wäre es gewesen. Sonst muss ich gleich in den anderen Turm nochmal hochrennen. Ich meine, das wäre der hier. Ah, hier ist es. So, dann haben wir das Ei. Und dann gibt es ein viertes Ei auf dem Trainingsgelände. Das ist da hinten. Wo das eigentlich mehr wieder Richtung Gewächshäuser geht. Wo dieser Seiteneingang oder was auch immer das ist, der halt auch nicht fertig ist. Oder hier beim Turm, der halt auch noch nicht fertig ist. Da haben wir das vierte Ei. Und krass, vier Stück. Ja. Hat groß, spielt viel Platz. Ja. Wäre natürlich auch eine Option gewesen, das einfach hier irgendwie in die Blumen zu packen oder irgendwie mitten drauf zu legen, irgendwie ein Ei noch. Ja. Aber es wird ja vielleicht noch ein paar Oster-Events geben. Vielleicht macht das dann da irgendwo mal dann aufgebaut. So. Wer weiß, was bis dahin noch eröffnet wird alles. Ja. Oh Gott. Die Ländereien. Oh Gott, bitte nicht. Gut. Astronomieturm hat
in der oberen Etage ein Ei, beziehungsweise in der... Ja, ist es die oberste? Nee, ich glaube, es ist die oberste. Der Ober ist zugänglich. Der Ober ist zugänglich. Hübsch auf dem Crafting Table. Ja, aber wenn ich läuft und nicht sucht, der findet halt nichts. War ja schon sehr offensichtlich da oben dann. Ja. So, der Innenhof hier von Verwandlung hat hier neben dem Raum da eins. Dann gibt es. Wie mache ich das jetzt? Gehe ich erst zu den Gewächshäusern? Ja, ich gehe erst. Oder macht das Sinn? Wie laufe ich denn jetzt hier am besten? Ich gehe erst nach oben. Denn. Rush da ja richtig durch, ey. Ja. Wir haben hier auf ein, hinter einem dieser Balkone ein Ei. Hier war man nicht auch oben. Da hinten hat es hingelegt, da habe ich es gesehen. Also in beiden Flügeln, eins ist halt oben und eins ist halt hier ganz hinten. Dann Gewächshäuser. Dann war, glaube ich, eins da hinten. Beziehungsweise es war da an. Da müsste da an der Wand gewesen sein. Ja, habe ich das richtig im Kopf? Ja, habe ich. Ja, als man alle merken kann, das ist. Boah. Ich hätte die zwei Stunden nach dem Satz wieder alle voll vergessen. Ja. Ich habe es halt einmal gesetzt und dann halt einmal gesucht, um zu testen, ob das halt funktioniert alles. Und da habe ich auch schon Probleme gehabt, dass ich manche halt einfach nicht mehr gefunden habe. ja, hier ist noch eins. Allerdings ist jetzt wirklich der Punkt erreicht, wo ich nicht weiß, ob es 3 oder 4 Eier beim Gewächshäusern waren. Also 3 weiß ich, aber ich weiß nicht, ob ein 4. hier ist. Oh. Also ich könnte jetzt spoilern, aber lieber suchen lassen. Reinglupschen. Ich glaube, es waren nur 3. Sonst komme ich wieder zurück zu den Gewächshäusern. Das ist so der erste Ort, wo ich mir jetzt sicher bin, und nicht dieses Treppenhaus. Ich laufe so die Treppe. das ist der erste Ort, wo ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, wie viele da jetzt waren. Wo ist denn die Türe jetzt da? Ja, ich gehe Ravenclaw hoch, beziehungsweise mache hier einen Abstecher nach draußen. Denn hier oben liegt ein Ei. Schade. Ich dachte, das hättest du. Dann auf Bucht nach Ravenclaw. Wir nehmen einfach die andere Treppe. Also nicht die erste, sondern die zweite. Die müsste nämlich günstiger rauskommen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, es sieht so aus, als würde ich mich noch kurz auskennen. Das ist unglaublich, oder? Das ist einfach nur so aussehen. Ja, ich habe das in Wirklichkeit jetzt 2 Tage lang geübt, deswegen kommt der Stream auch erst jetzt. Nein, unter der Treppe hier zum Raveclock Mannschaftsraum ist halt eins. Da hatte ich auch Glück, dass ich so rausgekommen bin und es gesehen habe. Und ich würde mal so in den Chat fragen, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, frag mal. Egal, du, Hauptsache zum Server, Hauptsache zum Thema Server, ansonsten ist die Frage, egal. Ja. Selbst wenn ihr euch denkt so, ah nee, ich komme mir dumm bei der Frage vor, nein, es sind keine dummen Fragen. Nein, tatsächlich nicht. Also, das Ei war gerade halt die Treppe eine Etage hoch und dann da in der Ecke auf dem Tisch. Dann muss ich gerade
Kurz überlegen, ob es hier noch was gab oder ob ich mit Warp Hogwarts schneller bin. Ja, es gab noch eins. Dann laufe ich hier den. Dann behalte ich doch runter. Werde ich dahinter? Nee, da hat er glaube ich keins. Frage ist, was? Er kommt drauf auf das Thema an, der Frage. Ja, die gute Mensa. Ja, die gute Mensa. Ah. So, ein Ei ist dann hier versteckt. Das war mein 50. Ei. Ich habe es so verzweifelt gesucht und es war so offensichtlich für mich. Ah. Und dann kommen wir wieder in Richtung Warp Hogwarts. Glaube ich, wie viel habe ich? 45? Ja, 1, 2. Ah, ja. 4. Ich könnte tatsächlich dann durch 1 vergessen. 3 wüsste ich jetzt noch. 4 weiß ich. Weil 1 war es echt viele nicht so hingefunden ja, haben. Ich weiß nicht, das ist irgendwie mega versteckt gewesen, obwohl es direkt neben Hogwarts liegt. Und Nein, ich hab keinen Ring. Was? Ein ringartiges? Nein, ich hab keine Tattoos. Aber tatsächlich will ich mir bald mal eins stechen lassen. Ne? Aber nein, wie kommst du da drauf? Wegen dem Skin, I don't know. Ja, sieht das vielleicht so aus oder so? Ich weiß es nicht. Ja, im Gang hier unter, unter der Treppe. Ja. Dann hier unten ist eins versteckt. Ei vergessen. Ja, ich bin actually auch am überlegen, ob ich mir irgendwie ein Tattoo stechen lasse. Ja, also ich habe von Hellring habe ich eins vor. So ein ich Zeichen. Weiß actually noch nicht was. Das dauert auch, ich muss mal durchringen. Das Problem ist, wenn du ein Tattoo hast, dann will man meistens auch irgendwas ja, noch weiter haben. Ja, man denkt, da passt ja noch so eins und da würde vielleicht noch eins gut aussehen. Und ja. So, das sind jetzt 49 Eier von 50 gewesen. Ich bin einmal um die große Halle jetzt rumgelaufen. Und jetzt ist die große Frage, wo habe ich das vergessen? Also bei den Gewächshäusern sind 3. Da sind nur 3. Okay, die habe ich dann alle. Ja. Oh. Welches habe ich vergessen? Welches habe ich nicht gedacht? Genau, ein Gollum-Tattoo, Anni. Ganz groß, auf meinen Rücken oder auf meine Poster, ne? Nee, am besten direkt auf die Stirn oder so. Auf die damit jeder sieht. Ich mir ganz stell mir das da auf der Stirn, stelle ich mir das sehr, sehr schmerzvoll. Ich stelle mir das auf einer Stirn ziemlich schmerzhaft vor, ehrlich gesagt. Oh ja. Auf den Augenlidern. Oh Gott. Du denkst dann, dass es dir halt durch die Augenlid sticht. Ja, ja. Boah. Okay, wir sollten das Thema vielleicht. Wir sollten das letzte Ei suchen. Ja. Ich überlege gerade, wo zum Teufel ich das hingehämmert habe. Ich erlaub mir mal nachzugucken, welches du da vergessen hast. Ja. Das Ei habe ich vergessen. Stimmt irgendwann zum Treppenhaus. Treppenhaus gab es. Also je nachdem, wie ob du Kerk halt mitzählst. Es gab das ganz oben, es gab das so mittig. Wenn du dann ins Gang mitzählst, das was dann da ist, dann sind das 3, wenn du unten im Kerker das mitzählst, wären es 4. Meine Wegpunkte ablaufen. Hab ich erst im zweiten Durchgang gemacht, da war ich schlauer. Ah, das hast du vergessen. Hier hinten habe ich nichts gesetzt. Ich weiß, welches vergessen ist. Ja, ist so schön für dich. Ja. Ratespiel mit Flo. Kann ja Tipps geben.
Ah, lass mich gerade nochmal denken. Es kann ja nicht sein, dass ich das eine Ei vergesse. Ich alle. Was habe ich? Ja, nichts mehr. Das habe ich auch ins Gesetz in den Gang, weil der so empty war. In welchen Klassenraum habe ich auch nichts gesetzt? Wesending habe ich. Da habe ich nichts gesetzt. Was habe ich denn vergessen? Nein, das war eine Tür zu früh. Hier ein Besen, das gibt es ja das und das habe ich. Hier bei George und George, das habe ich. Sonst gibt es hier keins. Also das nächste ist halt wieder da vorne, das habe ich aber auch. Bibliothek gibt es eins. Es gibt oben im Würfner Kommandoschutzraum die zwei, die habe ich. Ansonsten geht es wieder in die Richtung. Das hier vorne habe ich, das hier durch habe ich, die Tür auf dem Trainingsgelände habe ich. Das heißt, ein Mieturm habe ich, das unten beim. Hier im Innenhof, das habe ich. Sag mir, wenn du dir einen Tipp wünschst. Durchlaufen. Mit so einem richtigen Frosch im Hals. So etwas rechts habe ich. Ich weiß es. Ich weiß, wo es ist. Weißt du es? Ja, ich weiß, wo es ist. Bin ich gespannt. Geht nämlich noch hier die Treppe hoch. Und dann noch einmal die Treppe hoch und dann einmal um die Treppe hier herum sneaken. Da hinten liegt es. Ja, stimmt. Er hat's gefunden. Ja, stimmt. Und damit habe ich meine 50 Eier. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Ja. Und trotzdem, dass ich eins vergessen habe und einmal eine Ehrenrunde gedreht habe. Jetzt musst du auch zeigen, was der Reward ist. Ja, das wollen die Leute doch selber rausfinden. Spaß. Können die sich auch so anschauen, auch wenn sie noch nicht alles wissen. Ja. Ja, also, /Easter Rewards wäre der Command, den kann man einmal eingeben. Und dann öffnet sich ein Inventar, wo ein Item drin schimmert. Nämlich ein Osterei 2023. Und ich habe jetzt ja meine 50 Ostereier gesammelt, deswegen kann ich da draufklicken und bekomme es. Und jetzt habe ich mein Osterei 2023. Meine Belohnung. Ja. Und so einfach geht das, wenn man weiß, wo die Eier sind. Ja. Ja, ich glaube, da haben schon manche Leute Erfahrungen mitgemacht. Ah, das tut dann echt weh. Ja, außer gesetzt wird's schon. Ah. Besonders. Wenn so frei rumläuft. Wenn ein Osterei auf einmal rumläuft. Oder eher eine Osterkuh oder so. Sind die Milchkuh? Das ist dann traurig. Schon irgendwo. Ja. Ach so, ja gut, wenn du es durch die ID gesehen hast, dann ist ja noch ein Glück gehabt, würde ich mal sagen. Dann ist Glück, ja. Es gibt auch andere. Aber wir machen uns unbeliebt. Das war schon gut. Ja. Das ist echt schön, wie
wie viel Spaß einfach so eine random Suche machen kann. Ja, ich finde die Ostereier-Suche eigentlich immer cool. Weil du dadurch auch irgendwo nochmal Hogwarts kennenlernst, weil als Zauberer bist du ja wirklich nur noch in der Fürbild. Also kannst mir niemanden erzählen, der freiwillig sich in Hogwarts aufhält. Also, ja, wenn dann zu den Streams oder wenn man mit irgendwelchen Freunden was macht. Aber alleine jemand, der sich nochmal Hogwarts anguckt, so wie es zur Muggelzeit halt war, sind Leute halt raus und dann sind so kleine Spielchen, wo man die Leute einfach mal nochmal durch komplett Hogwarts schickt. Ja, das ist schon nice. Weißt, wisst ihr, was mir gerade so einfällt? Nein. Wir wollen ja dieses Jahr schon auf die 3 Jahre LWRH zu. Oh. Also LWRH-Server. Du meinst das Netzwerk? Weil die 3 Jahre haben wir schon voll. Oder? Echt? November 2019. Ende 2019, Ende 2020, ein Jahr, auf Ende 2021 sind 3 Jahre, Ende 2022 sind 3 Jahre schon. Ja, ich steuere dann eher auf die 4 Jahre das zu. Das immer im November, ne? 17. November, bin ich. Ja. Da sind wir ja schon bei fast 3,5 Jahren. Ja. Eieiei, die Zeit vergeht. Ich hab mich ruhig. 3,5 Jahre machen wir den Kram jetzt hier. Ja. Ah, 2. Ja. Manche Leute sind halt nicht von Anfang an dabei, also. Nein, Spaß. Ach ja. Was? Ja, stopp. Was hast du jetzt noch so vor, außer... Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt erstmal wieder zurück zu Warp Hogwarts gegangen. Warp Hogwarts. Kannst du uns deine Jump'n'Run-Künste zeigen? Die Jump'n'Run-Künste? Dann packe ich aber mal ganz kurz den ganzen Kram weg. Ach, ja stimmt, das war ja der Account mit, so Kram von ganz früher. wenn man feststellt, dass Admin-Accounts oder zweiter Account von Admins noch irgendwelchen Kram haben. ja, komm, dann gehen wir erstmal zu Warp Jump. Und ich soll jetzt zeigen, wie ich das alles nicht kann. Ja. Gut, dann fange ich mal mit dem Leichten an, okay? auf den Boden, bitte. Ja, natürlich. Als erstes das Einfachste und das ist das hier. So, das werde ich jetzt nicht hinkriegen. Super, na los. Ja, wobei. Ich hab's auch schon mal hinbekommen. Normalerweise fällt ich das tatsächlich. Vorführeffekt. Ja. Ich glaube, das nächste ist dann das hier. Da kriege ich einen zweiten Sprung schon nicht hin. So. Gleich falle ich runter. Will ich schon kommen. Ja. Flupp. Da hinten muss ich hin. Ja, Mann, cool. Ich hab ja, Todespunkte. Ich glaube, in Luft springen wäre nicht so von Vorteil. Nee, wow. Das wäre sehr ungünstig. Auf dem Testserver könnte man sowas maximal machen. Ja, Tesla würde sowas gehen, aber... Aber nicht hier, ne. So. Also, wenn ich schon Jump'n'Run mache, müsst ihr wenigstens reden, weil, reden und Jump'n'Run kann ich nicht. Wir sind einfach so begeistert von deinen Jump'n'Run-Künsten, wir sind einfach so geflasht davon. Ja. Da bleibt uns jegliches Wort im Hals und stecken, das ist wow. Ja. Klar. Das ist halt schon 9 Uhr abends und, Ja, ist schon spät und so. Genau.
Ach, da muss man schon fast ins Bett. So. Wobei ich morgen auch tatsächlich ziemlich lange schlafen kann. Immerhin. Ah. Ich brauche nämlich morgen nur 5 Minuten auf Arbeit. Ja, immerhin. Ist doch. Auch mit dem Fahrrad, deswegen dauert es nur 5 Minuten. Sonst würde es 20 Minuten zu Fuß dauern. Ja, aber ist doch immerhin noch angenehm. Sport, bisschen Sport ist auch schön. Ja. Und hauptsächlich geht's eh bergab. Das sowieso. Bergab geht's immer. Wo geht's mal nicht bergab? Nee, mal auf dem Weg. Nur dann wieder den Berg hoch, ne? Oh ja, das ist. Nach einem langen Arbeitstag. Ah. Nur wieder Berg hoch ist dann so eine Sache. Ich glaub, kannst ja schieben. Ja, ich sehe mich dann schon schieben. Ja. Aber je nachdem, wie steil der Berg ist, ist leider schieben auch gar nicht so einfach. Sag mal, hast du es jetzt schon geschafft, das Jumpen dann? Nein. Du denkst doch nicht, dass ich Profi bin. Immer noch nicht. Ja, mit Fly kann ich das natürlich auch. Ich mach das ohne Fly. Ja, ich bin doch schon Bob-Jump. Krieg da ganz viele Todespunkte jetzt. Jetzt grad schon zum zweiten Mal oben. Ja, du streamst ja auch nicht. Der Stream ist immer ein Nachteil. Ne? Da guck mir, ja, da stehst du unter Druck. Ja, genau, würde ich jetzt auch sagen. Weil er dann nicht vorhandenen Skill zeigen muss, oder was? Ja, deswegen bin ich dann immer sehr nervös. Jetzt gehen wir mal aus den Füßen. Jetzt bin ich auch mal runtergefallen. Ja, das ist live im Stream zu sehen. Ja. Live on cam. Live on cam. Juckt auf. Mann, ey. So, jetzt bin ich auch hier oben. Hallo, da unten. Hui. Ja. Machen wir direkt mit dem hier weiter. Ja, und verkacken die rein. Oh Mann, was ist denn heute los? Ich hab so lange keinen Jump'n'Run mehr gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt Ausreden suchen, ne? Ich würde niemals eine Ausrede suchen. Also, da kennt ihr mich zu schlecht anscheinend. Also, ich und Ausreden finden, also bitte. Nein, das. Ehe dir nicht ähnlich. Ja, ich wollte auch schon sagen, also bitte. Ah, das liegt an. Hui. Hui. Nein. Hat nicht gesprungen. Oh, flop. Warum springe ich das Jump an? Ich muss das andere springen. Sehr intelligent von mir. Könnte vielleicht eventuell sogar sein, dass man von meiner Tastatur hört beim Jump'n'Run. Das weiß ich jetzt schon nicht. Oh. Nein, ich muss immer noch das Jump'n'Run hier machen. Die Gewohnheit. Ja, das ist schrecklich. Da ich den Stream stumm geschaltet habe, höre ich leider nicht. Wenn, dann müssen die Leute jetzt damit leben. Also. Haspe doch. Dann mach ich diesmal hier keine Spirenzchen. Dann komme ich auch ans Ziel. Tada. Hey. Unglaublich. So.
Und das Gute jetzt ist, dass der Verantwortliche hier anwesend ist. Ja, das ist das Gier, das ist Mahn. Mahn gehalten. Ja, wenn man nicht zu blöd ist. Bis auf die Neos natürlich. Und ich habe das natürlich auch schon selbst geschafft. Weil ich glaube, das habe ich sogar schon mal selbst geschafft. Andere noch nicht. Dann okay, ich habe mein eigenes Jumpman auch noch nicht geschafft. Das macht halt viel mehr Spaß, hier zu bauen. Ob man die selbst schafft, ist ja egal. Das müssen die andere machen. Und solange sie einmal jeder Sprung getestet ist, ist das auch alles fein. Genau. Oh, das war was mit dem Kaktus. Aua, 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 aua. Ich schaffe halt nicht mal mit dem Neo. Also dein Privatzettel steht da, glaube ich, noch. Ja. Oh Gott, ist das lang hier. Ach, das geht, na, schon mal gut gelockt. Ach du Scheiße. Ich glaube, da weiß sogar noch Pre, kann das sein, ne? Keine Ahnung. Ja, das oder, könnte gut möglich sein. Oder Testi. Ja. Immer, ja, oder Testi. Oh. Gute Frage, wie alt das hier ist. Von ihm. Da. Ach, easy. Guten Tag, hier oben. Ja, krass. Okay. Nee, ich glaube, da war ich müde. So, nein, da gehe ich nicht rein, weil das hat Baxter gebaut. In den Raum gehe ich auch. Kannst du da reingehen? In die beiden Räume gehe ich auch nicht rein, die schaue ich nämlich auch nicht. Ich muss generell mal ein paar Jump'n'Runs aussortieren wieder und neue einfügen irgendwie. Weil noch größer will ich den ganzen Bereich hier nicht bauen. Reicht ja. Oder man sollte der MMP mal einen ganz eigenen Dings geben. Oh. Ja. Weil dann hätte ich wieder Platz. Ah, wenn du schon... Das ist, glaube ich, das andere von dir. Ja, genau. Das habe ich selbst noch nicht geschafft. Welches ist das? Das ist das, wo man nachher... Das hast du selbst noch nicht geschafft? Nee. Also als ich damals gebaut habe und gesprungen bin, habe ich es geschafft. Da war die Frustration dann irgendwann doch höher als alles andere. Du bist... Du und die Neos, das sind immer so eine... Ja, wobei, der Kasten da war meine Idee. Genau, der Kasten war dein... Ja, ich war ein großer Neo-Fan. Jetzt habe ich mich von euch ablenken lassen. Der Kasten mit dem Blindsprung, der ist schon von mir gewesen. Der ist gut. Ja, ich war leider zu der Zeit sehr Neo-affin und oh nee. Ganz schlimm, die Sprünge, ganz schlimm. Aha, Stacks Blindsprung hier. Wurde gerade im Chat gefragt, wer von euch der Server-Admin? Wer war eigentlich vor euch der Server-Admin? Inwiefern Server-Admin? Also, ich würde jetzt fast sagen, dass das durch uns erst überhaupt nötig ist. Weil vorher haben, also klar, aufgesetzt hat den Server Kam damals. Aber es war ein Game-Server und die Aufgaben, die ein Server-Admin bei uns jetzt zurzeit macht, die gab es damals einfach gar nicht. Die sind man erst sollte natürlich dann auch nochmal bei den Aufgabengebieten ein bisschen unterscheiden, der Server-Admins. Ja, klar. Weil verschiedene, weil ich habe teilweise, also wir beide haben selbst schon unterschiedliche teilweise Themengebiete, wo wir uns... Ja, also... Auch wenn, wenn bei Flo und mir das Fachgebiet oder die Haupttätigkeit eher Entwicklung ist, heißt es, heißt es halt nicht, dass wir genau das Gleiche machen. Also wir haben da auch nochmal
dann unsere also, Bereiche. Ich mache hier mal Licht. Teilweise machen wir schon das Gleiche, aber wir haben dann halt trotzdem noch mal so ein bisschen Sachen, wo der eine er weiß, was zu tun ist und wo der andere er weiß, zu tun. Ja. Ich weiß nicht, haben wir gerade mal irgendwie ein einfaches Beispiel? Ein einfaches glaube ich nicht. Aber vor uns so richtig Verwartens vor uns gab es eigentlich nicht so richtig. Nee. Also wir haben das... Wir sind so erste Generation Servatmans im Prinzip. Wir beide. Ja. Ja, wobei ich auch erst später zum... Ja, indirekt später zum Servatman. Ja. Es war zwangsläufig klar, dass du es wirst. Dass du hast mit mir das komplette Ding hier aufgebaut und ja. Dementsprechend war es klar, dass das... Bei Micho könnte man dann im Prinzip schon sagen, dass es so zweite Generation Servatman ist, doof gesagt. Ja. Würde man tatsächlich so sehen. Auch wenn das irgendwie abwertend klingt. Überhaupt nicht. Also klar, es klingt vielleicht ein bisschen abwertend, aber es ist überhaupt nicht irgendwie abwertend gemeint oder so. Siehst du. Also das ist... Nein, durchaus ein Job, der nicht unbedingt einfach ist manchmal. Oh ja. Also. Und ja, das ist einfach sehr viel und was man... So eine, auf so eine generelle Talkrunde mit Micha hätte ich einfach mal wieder Bock, so das und das so nebenbei zu streamen, so wie so eine Art Podcast. Ja, let's go, lass sie ein. Und einfach mal fragen, was sie so, was für sie so die eigentlich, ob wegen den Unterschieden und sowas zwischen zwischen Auro und ZG und was weiß ich. Ja, let's go. Frag sie und mach es. Ja. Zeitlich ist es immer so eine Sache, ne? Ach, du wirst ja schon was finden. Erstmal bin ich froh, dass es für mich diese Woche nur 3 Tage hat. Ach du Pfaff! Guckt er schon wieder an mit seiner Arbeit. Voldemort. Was ist? Ah ja. Heidi gegönnt. Ja. Ihr gönnt ja dem was, hä? Du mir scheinbar auf jeden Fall nicht. Nee. Habe ich einen Grund dazu, dir was zu gönnen? Aber genauso gönne ich dir wenig. Ja, das weiß ich. Huch, Stream hängt hier. Oh, das war da. Du hängst ja auch gleich. Hallo! Sag dir einfach mal, Stream hängt. Irgendwie sieht der nicht so flüssig mehr aus, der Stream. Ja, ich bewege mich ja viel, das ist ja das Problem. So. Sie, die Blätter sind auch nicht gerade förderlich. Weil die Blätter halt einfach so viele unterschiedliche Texturen auf so kleinem Raum sind. So, immer wieder dieselbe Textur. Ja, aber von Helligkeit her und das krisselt das Bild einfach. So. Ah, zählt das? Mein Todespunkt ist in der Mitte. Ja, ja. Ja, zählt einfach. Das war perfekt. Das ist perfekt, die Kante war getroffen. Nah dran, war du nah hast dran. Es eigentlich getroffen, aber es war also, mit deinem kleinen Zeh bist du nicht im Wasser gewesen. Aber du bist mit dem kleinen Zeh an die Türkante gekommen. Richtig, richtig. Also laut Todespunkt ist es der Block, aber... Mann. ja, und dann hab... Die zwei kann ich noch machen, die sind machbar. Ich bin sicher, dass das eine so easy machbar ist. Ja. Das ist da. Oh, P.
Ja, verdammt. Was dafür eins? Wow. Ich hab nicht mehr. Wow. Meinen ersten Punkt geschafft. Hätte einfach direkt durchspringen können. Mit diesem hier, was ich gerade mache. Ich weiß, es geht eigentlich anders. Am nächsten. Aber ich mach einfach. Es geht eigentlich anders. Ja, ich hab die Hälfte gerade übersprungen des Jump'n'Runs. Echt? Hm? Ich. Zeig ich mir nach oben. Und das Ende überhaupt. Ach, da ist das Ende. Ach, übersprungen. Warte, ich zeig's dir. Ah, wahrscheinlich könntest du hier überspringen oder so. Ich bin hier hoch. Sag ich mal ganz normal. Dann einmal hier hoch, da auf die Glasscheiben. Da und hier auf die, bei den Zäunen geht das dann. So, du kannst von hier auf den Zaun weiter und dann auf den Block weiter springen. Ja, test es ruhig mal aus, es funktioniert. Vielleicht sollte ich da echt mal einen Schutz noch einbauen. aber ich kann es ja nochmal richtig machen, wie es eigentlich so sein soll. Bau da eine Anti-Abkürzung rein. Diese Cheater. So. Jetzt muss ich jetzt auch noch echt eine Anti-Cheater-Möglichkeit. Nur wegen diesem Nevio. So. Ja, aber er hätte es ja vielleicht vernünftig bauen können. So. Das macht aber keinen Unterschied so. Kann aber basically. Mache ich die jetzt sogar noch überspringfreundlich. So. Jetzt habe ich das auch so geschafft. Und jetzt habe ich es auch geändert. Kannst es nicht mehr überspringen. Viel Glück bei dem Jump'n'Run. Ja, danke, danke. Jetzt. Also, ich glaube, das Schwerste war hier der Anfang, meine ich. Also, es kommt noch ein paar knifflige Stellen, ja, aber nichts. War, das ist meiner jetzt Meinung nach so ein richtiger Glückssprung. Ja, von dem Zaun halt weiter, also der bis an den Zaun, das ist ja mal machbar. Ja, aber von dem Zaun auf den. Jetzt ist der erst runtergelaufen, statt zu springen. So. Nein. Das ist schon ein böser Jumper. Ja, aber er ist möglich. Wenn du jetzt verkackst, dann. Nova, erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugend. Oh Gott. Also ich, alter Mann, ne? Ja. Das hast du jetzt gesagt. Aber, ja, ich hab, also mein Vierteljahrhundert hab ich ja schon. Das ist ja. Das ist auch eine Leistung. Ja. Langsam geht's auf die. Auf. Nein, wir sagen das Wort nicht. Nein. Diese Zahl existiert nicht. Ab da geht's dann steil bergab. Ab da geht's dann bergab. Dann zählen wir wieder rückwärts. Verdammt. Oh Gott, nee. Ich war ja der Brave. Ich war nicht so der Rebell. Du und brav. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich war immer zu Zeiten daheim, wo ich ungefähr daheim sein sollte. Ungefähr so plus minus 6 Stunden. Ja. Aber ich war. Ja. Ich glaube, dann wird der Stream ja nicht mehr. Ab 22 Uhr. Ach ja. Boah. Also, wir können ja gerne noch 50 Minuten streamen, dann darfst du es erzählen. Ja, okay. Ja. Ja, dann würde ich mich bald ausklinken, weil müde. Ja. Aber irgendjemand muss den Content halt dann füllen bis dahin. Ja, das ist dann wohl. Aber man kann ja, du kannst ja in TS durchgucken, wer noch da ist und einfach Leute in TS holen. Aua. Das ist echt nicht cool, dass man hier so runterspringt und dann so viel Schaden kriegt. Aber dafür ist jetzt so eine Art Checkpoint. Aber dafür ist auch ein Doppel-Neo jetzt hier. Oh Gott. True, der Doppel-Neo.
Aber der ist machbar. Der ist auch machbar, vor allem mit dem Anlauf, den du hier sammeln kannst. Ich habe nur lange nicht mehr gestrunken. Und dann... Also... Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Warum konnte man da nochmal hoch? War das eine... Ach ne, hier war eine unsichtbare Wand. Damit, falls du hier runterfällst, dass du zu dir kommst. Da sieht man diesen Block, da ist eine unsichtbare Wand, durch die ich gerade drüber gesprungen bin. Weil hier kann ich nicht weiterlaufen, hier ist eine Wand. Ja. Deswegen gab es den hier. Ach. Ah. Da ein paar echt böse Jumps sind. Ja, aber... Oh Gott, ich erinnere mich an diese Zaunjumps, ey. Oh Gott. Dass du so einen halben Block hochspringen musstest. Ach, die sehen auch echt brutal aus. Neo mit einem halben Block nach oben. Eieiei, was habe ich mir damals bei gedacht? Nix. Das ist ja das Problem. Warum komme ich da nicht hoch, hä? Weiß es nicht. Es geht, aber... Ich hab gerade vorgemacht. Ja, ich springe anscheinend zu weit nach außen. Oder ja. Ich hab den Schwung gerade nicht. Aber ich muss das irgendwie so machen. Ja. Also der erste ist ja noch einfach, aber dann hast du so ein scheiß Ding über dir. Ja, das geht ja vollkommen. Also sobald du das nicht mehr über dir hast, geht das auch wirklich. Zap, zap. Jetzt runterfallen. Zap. Ich fall doch jetzt nicht runter. Hey. Ja. So. Damit habe ich alle Jumpmans, die ich kann, gemacht. Ja, klar. Wow. Respekt. Mein Stream würde dann 24-Stunden-Stream sein, wenn ich das machen würde. Ja, also selbst dann würde ich nicht mal schaffen. Wann fängt er an? Oh Gott. Oh Gott, jetzt, oh Gott, Sven. Am besten noch mit Kamera. Dass man immer sieht, wie mad du the greatest einfach. Ja. Gott. Ja, der Verfall. Ja. Der Verfall des Urbanion. Ja. Mir reicht Frage, welcher Verfall ist damit gemacht? Alles. Psychisch, seelisch, körperlich, alles. Aber mich würde echt mal interessieren, wer welches Jump'n'Run schon geschafft hat auf dem Server mal, weil, also, ja, es gibt ein Video auf YouTube, glaube ich, wo jemand dieses Eisbär-Jump'n'Run gesprungen ist, komplett. Baxa. Also ich glaube Baxa hat jedes. Ja. Aber mich würde echt mal interessieren, wie es mit den anderen aussieht, ob manche davon abgeschlossen worden sind, zum Beispiel dieses Holzjump'n'Run, was hier in der Ecke ist. Mhm. Mal kurz hinlaufe. Wobei ich ehrlich gesagt bin, am überlegen bin, das zu trennen von dem anderen Jump'n'Run, weil es mich aufregt, dass das so riesig ist. So viel Platz einnimmt. Ich meine, dieses Brix-Jump'n'Run meinst du, dass das so groß ist? Nee, deins, was du gebaut hast, weil das diese ganze komplett viele Jumps in der einen Ecke ausfüllen. Ja, weil ich halt nicht quer über deinen Bereich gehen wollte. Ja. Aber es gab halt irgendwie das Problem, dass du da halt oben schon selber lang bist mit deinem Jump'n'Run. Deswegen musste ich da irgendwie drumherum. Ja. Gott, ich erinnere mich, hier sind Köpfe gesetzt worden. Ja. Oh ja. In dem einen Jump'n'Run, in dem Brick Jump'n'Run sind 4 Köpfe gesetzt worden. Ich weiß noch nicht mehr genau. Von mir, von Tobi, von Baxa und von... Oder? Rindtel oder was weiß ich. Einer von den Hasen. Irgendeiner davon. Ja. Ja, das Brick Jump'n'Run, das kriege ich noch nicht zu Ende. Also, an sich kann ich jeden Sprung da raus, aber... Ah, okay, Frenzel. Oh, ich sehe gerade was im Chat. Oh.
Ah. Ah, okay, Frenzel. Nein. Seine Schlenke zur Seite gemacht, auch zu sehen. Ich frag mich tatsächlich. Also. Wir bräuchten echt mal eine Statistik darüber, irgendwie, dass wir das oder erkennen können, wer einen Jobmann geschafft hat und so weiter. Wenn man locken könnte, wer auf dem Podest war, auf dem letzten Block. Ja, irgendwie sowas. Und, mal gucken. Wir haben jetzt erstmal unser normales Update, was wir im April getestet haben. Und ja, die Bugfixes laufen schon davon. Und dürfen auch nicht mehr allzu lange dauern. Und dann mache ich mit dem Netzwerkkram weiter. Und dann werde ich Netzwerkkram am kurz unterbrechen, weil ich dann einfach für 2 Wochen sage, ihr könnt mich alle mal. Ach, fährst jetzt doch actually in Urlaub, oder? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich werde das und dann ist auch nochmal eine Teamsitzung. Ja, nennen. Genau. Wichtig und richtig, genau. Aber ich schwöre nicht, dass ich offline nichts tun werde. Das kann ich nicht. Mach bitte offline nichts. Urlaub ist zum Genießen da. Das kann ich nicht. Dann sperre ich dich aus. Das kannst du nicht. Ohne Internet werde ich nicht online kommen können. Von daher. Du brauchst du da keine Sorgen zu haben. Das ist der Sinn davon, dass du ohne den nicht online kommst. Ja, deswegen kann Flo mich aber auch nicht aussperren. I don't know about that. Ich bin mir schon ziemlich sicher. Nein, aber viel werde ich nicht machen, wenn ich überhaupt was mache. Keine Ahnung. Bitte genieß deinen Urlaub einfach. Ja. Ja, ich hab's nicht so mit genießen. Ich muss arbeiten. Dann gibt bestimmt Mittel und Wege, dich zu zwingen. Den einen oder anderen vielleicht. Och, mich scherbelt jetzt aber auch gefühlt versaus schon. Ja, ich mache jetzt schon nur noch, damit ich irgendwas mache. Also. Aber ich muss einmal, müssen wir nochmal in die Arena, Tobi. Einmal. Einmal? Ja, ich will einmal noch gegen dich kämpfen. Okay. Oh Gott. Ja. Ja. Ja, aber ich würde mich wahrscheinlich schon mal ausklinken können. Jo, mach das. Dann. Bis Nächtle. Gute Nacht. So, und du willst jetzt gegen mich kämpfen? Ja. Channel. Ja? Ja. Machen wir mit oder ohne Lava? Mir egal. Ob so du stirbst. Okay. Nein, oh, was? Warte mal, das ist jetzt hier. Hier nicht durch die Gegend rumfliegen, das ist das. Ah, nein. Ja, was ist los? Ich versuche zu gucken auf dem Bildschirm neben mir so, wie viel Leben du noch hast, habe ich gesagt, das bringt ja gar nichts. Nein, das ist unfair. Stimmt doch, nein, ach verdammt. Also, okay. Ich würde gerne mit Lava machen, aber ob da deine Chancen besser sind? Ist ja noch fast Half-Life. Eieiei. Okay, ja, nee. Ja, das war natürlich nur für den Stream, damit du da so als Sieger dastehen kannst. Ja. Das wird genau deine Intention gewesen sein. Ja, natürlich, genau. Das. Alles nur für dich, damit du so im guten Licht da stehst. Ja, ich hab keinen Taxonfrechte für die Tür. Ich kann mich nicht mehr raus. Scheiße, stimmt. Also klar, ich kann mich rauswarpen, aber die anderen Leute kommen halt auch nicht mehr rein. Ja. Aber ich denke, ihr habt in diesem Stream einmal gesehen, wo
überall die Ostereier sind. Weil es gibt hier einen anderen Job. Das mache ich jetzt noch für ihn. Das ist toll. Das war mein Muggelleben. Da habe ich auch ungefähr ungefähr so 1000 Tode kassiert. Und mein bis jetzt 3000 Toden. Das war echt mein Leben. Ich weiß nicht, wie viele Tage, wirklich Tage Spielzeit ich auf diesem Meta-Jump-Run verbracht habe. Nein! Ich habe mit einem Herz aber überlegt. Aber ich muss immerhin über die Brücke laufen schon, also ich bin ziemlich weit gewesen eigentlich. Ach, da habe ich auch damals... Ich will ja nicht sagen, aber ich habe ein bisschen abgekürzt damals immer so. Ach, das... Die guten alten Zeiten. Ja. So ein bisschen vermisse ich halt die Muggelzeit schon. Das war echt cool. Das auf jeden Fall. Meine coole Muggelgang. Das war toll. Ich meine, ich weiß gar nicht, war bei dir die Einteilung auch schon so lange? Also, die Zeit ist ja bei manchen Leuten echt lange, bis wir. Sind war es bei dir auch schon so? Also ich kann halt mal droppen. Bis ich eingeteilt wurde, ich hatte 13 Spieltage. Boah. Aber ich hab die halt. Ja, welche Muggelzeit. Ich hatte halt eine von der Dauer recht kurz sogar. Aber ich hab halt, zu der Zeit hatte ich halt viel Urlaub gehabt und ich war eigentlich 24/7 auf dem Server. Ich hab dann ungefähr ein paar, lassen wir es mal so 13, 14 Stunden Server gemacht. Das war schon eine gute Zeit. Kann ich mir vorstellen, wie die Tage zusammenkommen, ohne dass... Ich bin oben. Mal gucken. Also ich bin jetzt bei 195 Spieltagen. Einmal kurz so droppen. sonst guck mal von mir die Spielzeit nach gerade. Würde mich auch mal interessieren, wie viel ich zurzeit habe. Also ich meine, ich kann mit meinem Zauberkonto dazu was schlecht nachgucken. Hier hast du schon... Ui, doch, einen Tag hast du. Echt? 221? Oh. Ja, doch. Ja. Also ich hab tatsächlich mit weniger gerechnet. Deutlich weniger. Ich hab schon ordentlich Spielzeit auf dem Server, auch wenn mir das in letzter Zeit gar nicht so merkt. Gut, du bist halt auch schon seit 2019 da, so, das ist halt so, ich bin ja auch erst seit 21 da, ich habe so 2 Jahre Rückstand. Ja, und ich war halt damals ja auch täglich auf dem Server für mehrere Stunden. Du hast ja auch die normale Laufbahn durch. Ja, aber 2019 lief halt noch einiges anders als heute. Das stimmt. Und dementsprechend, ja. Also ich meine, ich bin sogar noch hier mit der Aura-Farbe vertreten. In diesem Hashtag. Und ich bin hier hinten am Baum. Das Schild wurde tatsächlich gesetzt, als ich noch Muggel war. Also das konnte ich nicht mal selbst setzen. Das hat damals ist das Oma Anna hat das gesetzt. Was ist die, das neu? Also, kann, die, also die, mir, die ist Bäume? Das, mir ist das legit noch nie aufgefallen. Nee, das hängt seit 2019 hier. Das ist mir schon mal passiert. Also manche Schild, die sind mir noch nie aufgefallen und ich war so oft im Nether. Ach du Scheiße. Ja. Krass. Ein drittes Mal hänge ich hier hinten in der SG-Schule. Da müsste ich auch irgendwo an der Wand hängen. Doch, ja, stimmt. Da oben. Auch mit den Aurofarben schon. Das helle. Oder helle. Ja, das war ja früher auch dann hell. Ach so, da war es dunkel und euch Aachen. Wir haben das dann irgendwann umgestellt auf dunkel, weil die Aurora das so wollten und
Dann haben wir es wieder zurückgestellt. Oh, das ist... Oh, das ist gerade so ein richtiger Nostalgie-Trip, diese Muggelschule. Oh, das war so schön, diese Zeit in der Muggelschule. Wobei ich gestehen muss, ich hatte die Muggelschule noch in Hogwarts-Klassenräumen nicht im Messer. Die war zu meiner Zeit noch nicht gebaut. Also ich bin jetzt zwar dabei gewesen, aber deswegen stehe ich da, aber ansonsten habe ich hier in diesem Gebäude, glaube ich, nie eine Unterrichtsstunde gehabt. Also ich glaube, wäre ich damals nicht hier in diese Muggelschule gegangen, also ich glaube an meinem dritten Tag, als ich auf dem Server war, wäre, glaube ich, sehr viel anders geworden. Weil ich habe hier, glaube ich, meine ersten richtigen Kontakte gehabt. Wow. Grüße geht raus an Fiona, die gerade sogar auf dem Server ist. Das ist schon, ach scheiße, ein richtiger Nostalgie-Trip hier. Ach ja. Und so Namen noch zu. Ich hab halt jetzt letztens tatsächlich sogar noch mit Gordon 2 nochmal geschrieben. Ah. Der war auch im. Aber was heißt letztens? Das ist mittlerweile auch schon wieder. Dreiviertel Jahr her. Zu den Cobblestreams habe ich mit ihm geschrieben tatsächlich. Hm. Also. Ja. Echt, was für Leute hier hängen, teilweise auch, was für Namen hier stehen, also. Es sind wirklich teilweise Namen, auch von irgendwelchen Leuten, die heute überhaupt nicht mehr da sind. Manche davon vermisst man halt einfach irgendwo schon dann auf dem Server. Ja, definitiv. Kommen und gehen ist echt. Ja. Die Leute, die man ja schon miterlebt hat hier, die drauf waren, dann. Das sind echt, ja, viele Jahre gewesen. Ich meine, du bist seit 2 Jahren dabei, ich bin seit 3,5 dabei, fast. Ja, wir haben hier, glaube ich, schon einiges erlebt. Oh ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wer steht nicht. Also ich meine, irgendjemand hat halt dieses Versteck DR gebaut und dann wurden die Schilder angefangen, irgendwie daran zu kleben. Mm. Es wurden halt immer mehr, dass man auch immer die Rückseiten und die Seiten vollgeklemmt hat. Davor, ach schön. Ja, ach, die zähle ich gerne unter dem hier, wo man hier bauen konnte. Könnte mich jetzt hier voll sneaky ranklatschen, aber. Dann, krass. Ja, also, man sieht es vielleicht ein bisschen da, wo zurzeit SG ist. Da war früher, ein kompletter Berg. Also da sieht man ja die gerade Schnittkante da oben. Oh, krass. Ja, krass. Das war mal ein Berg, der da komplett weggetragen worden ist. Beziehungsweise so eine Fläche da, die da war. Und ja, irgendwann haben wir dann halt angefangen, hier das Problem zu bekommen, dass ja bei Daniel sein ganzes Nether hier verunstaltet wurde. und die Gefahr von uns war halt einfach, dass er für seine Projekte halt nichts mehr hat. Naja, klar. Weswegen wir dann halt gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier einen Baustopp oder fürs Nether verhängen. Deswegen sind hier auch zum Beispiel hier diese Malformainer, die hier mal angefangen worden ist. Ja, deswegen ist die halt hier so in einem halben Abbruchstil gebaut. Ja. Einfach nicht mehr weitergebaut wurde, werden durfte. Auch wenn es natürlich cool ist, wenn das hier Muggel, sag ich mal, sein können, sich das angucken können, und es ist natürlich auch cool, dass das Jumpman für die Muggel gebaut worden ist und so weiter. Mhm. Sind alles coole Sachen, aber ja. Immerhin haben sie noch Schlagen hier, das ist ganz gut. Ja.
Es ist halt manchmal nicht leicht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ja, eigentlich, ja, natürlich. Manchmal muss man halt leider dann irgendwie für den Server was entscheiden und nicht für die Spieler. Das sind dann immer echt unangenehme Entscheidungen. Aber ja. Da steht der Server im Vordergrund. Ja. Aber es kommt ja immer mehr für die neuen Spieler dazu. Ja, es wird auch. Als ich kurz nach dem Einteilen wurde halt Bob Jumper eröffnet, so. Fand ich schon gut. Ja, es wird auch in Zukunft bestimmt wieder neue Sachen geben. Also, ja, April haben wir relativ erfolgreicher getestet. Mm. Und wenn wir jetzt April tatsächlich haben, wie gesagt, Bugfixes sind eigentlich die meisten abgeschlossen. Die einzigen, die gerade, glaube ich, noch offen sind, an dem bin ich gerade dran. Und das andere ist Leistungsproblem. Da müssen wir mal gucken, wie wir das in den Griff kriegen. Weniger die Gruppe entschuldigt. Ja, es, ich glaube tatsächlich, dass die in der Hinsicht gar nicht der ausschlaggebende Punkt sind. Dass es eher Rechenleistung ist. Also wenn du live irgendwie dich bewegst und so weiter. Aber das wird schon. Da kriegen wir auch noch eine Lösung für. Und so schlimm war es jetzt ja nicht, dass es unspielbar war. Also von daher, das ist eher machbar und ja, wie gesagt, der Netzwerkkram, der kommt dann jetzt als nächstes und ja, ich weiß zwar mittlerweile so ein bisschen, dass wir es nicht zu dem Zeitpunkt schaffen, wo ich es gerne gehabt hätte. Das wäre nämlich gewesen, dass wir es genau 3 Jahre später machen, als wir das Netzwerk hier umgebaut haben. Aber da das jetzt schon in genau 2 Monaten wäre, das ist ein bisschen zu knapp. Wenn ich dann jetzt da auch nochmal 2 Wochen weg bin, dann arbeite ich da ja auch nicht dran. Und je nachdem, was jetzt hier noch alles an sonstigen Sachen dazwischen kommt, werden wir das nicht einhalten können. Und ja, das ist ja auch. Dann kommen erstmal Sommerferien und dann könnten vielleicht mehr Leute spielen. Also es kann sein, dass wir das erst updaten, wenn die Sommerferien um sind und bis dahin in Ruhe das alles testen. Ah, noch eigentlich kein Zeitdruck. Na, Zeitdruck an sich nicht. Wir machen uns halt aber irgendwo den Druck, weil wir fertig werden wollen. Also ja, genau, das ist halt so der große Punkt, dass wir da jetzt seit so langer Zeit dran sitzen und ja, wir hatten <Wird's> warm? Endung verbrennen. Also, wir sitzen halt so lange dran und wollen endlich mal ein Ergebnis sehen. Wir wollen endlich mal sehen, dass die Arbeit nicht umsonst war, die wir hier machen. Und im April konnten wir das halt schon mal sehen, dass es funktioniert. Und klar, es gab zwar da Fehler, die haben wir jetzt behoben oder sind dabei, jetzt gerade noch zu beheben. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Netzwerkteil, der eigentlich relativ schnell gehen sollte, weil wir tatsächlich aufgrund unserer Version halt noch sehr lokal arbeiten, was auch die Leistungsprobleme halt verursacht. Dass wir vieles lokal auf den Servern rechnen müssen und nicht über die obersten Server rechnen lassen können. Von daher, ja, dürfte das, ja, die nötigsten Sachen muss man dann machen und dann sollte es funktionieren. Theorie. In der Praxis werden wir es dann sehen, aber in der Theorie läuft es bis jetzt relativ gut. Das ist doch schon mal gut. Immerhin. Ja. Oh,
Sehr gut. Oh, meine Müdigkeit kickt jetzt auch. Ja, rein. Ich würde auch sein, dass wir langsam zu Ende kommen. Jetzt sind jetzt vielleicht 1,5 Stunden so circa ja. drüber. Passt doch. Haben wir Daniel sehr gut vertreten heute. Ja. Bauvortritt ist wahrscheinlich gleich. Ja, wir haben dafür Ostereier gefunden. Die hat er nicht gefunden. Das ist wichtig, ja, das ist wichtig. Ja. Ja gut. Ich weiß, dass einige Leute sich natürlich auf den Werbeblock freuen, aber soll ich ihn trotzdem machen heute? Ja. Ja, okay. Also, fangen wir mal an. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr natürlich gerne hier einmal kostenlos abonnieren und liken. Das, den Stream, also den Kanal könnt ihr nicht liken. Wenn ihr es könntet, dann tut es, aber ansonsten könnt ihr es natürlich gerne machen. Ja, an sich gibt es auch noch den Nevio Games Twitter-Account. Da könnte es sein, dass wir mal demnächst endlich diese Statistiken online stellen. Ich weiß nicht, ich glaube, da sind 4 Statistiken, die auf Standby liegen und die einfach nicht veröffentlicht werden. Ich weiß nicht warum. Also unter anderem irgendwie die Bewerbungskram von 1700 ist als Statistik noch da. Der Adventskalender ist als Statistik da. Das sind eigentlich alles Sachen, die sollten langsam mal kommen, weil sonst sind die ein bisschen im Verzug. ja, vielleicht denke ich da jetzt die Tage mal dran und pack mal eine online. Oh. Ja, ihr könnt natürlich auch mir auf Twitter folgen. Da, ja, keine Ahnung, in den letzten Tagen gefühlt, ich bin natürlich nicht mega aktiv, aber es war aktiver als normal. Das ist richtig. Und von daher, vielleicht könnte das auch erstmal so bleiben, vielleicht, wer weiß. Und ja, dabei war vorhin noch Flo, aber deswegen hier, das ist, wäre sein Twitter-Account, da passiert nichts, da ist nichts und der stinkt. aber könnt ihr natürlich auch gerne folgen, falls der euch interessiert. Ja, es tut mir leid, dich habe ich leider nicht als Button. Novanion! Ja, kannst es ja gerne mal im Chat schreiben. Für die Leute, die es interessiert. Ja. Gut. Dann hätte ich noch Floß. Twitch-Account. Also ich meine, er hat ja vorhin gesagt, er hätte mal Lust auf eine Talkrunde. Vielleicht kommt die Talkrunde mit Micho bald da. Wer weiß. Wir wissen nicht, wie, ob er es macht, wann er es macht. Aber die würde dann vermutlich da gestreamt werden. Und falls ihr diese Talkrunde verpassen solltet, keine Sorge, die wird dann auf dem Nevio Games YouTube-Kanal auf jeden Fall hochgeladen. Ja, ich liebe diese Überleitung immer. Hier wird nichts verpasst. So. Ja. Ich glaube, damit habe ich alles Wichtige. Und von daher. Ja. Ich wäre jetzt meine Frage, ob du noch irgendwas hast. Nein. Also, ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Und ja. Auch noch einen schönen Abend, also. Du machst manchmal Sachen. Leuten einfach einen schönen Abend wünschen. Eiskalt, ja. Manchmal, das war so meine Nettigkeit so am Tag. Ja, okay. dann ist es in Ordnung. Wenn das heute dann genug Nettigkeit ist, dann. Ich hoffe, der Arbeit wird nett genug, von daher, dass das reicht. Das reicht für mein ganzes Leben. Ja, gut. Ja, dann danke an alle, die da waren. Ich
oder wir hoffen, dass ihr vielleicht noch ein paar Eier findet, dass wir ein paar Leuten noch alles zeigen konnten und so weiter. Ich werde nachher, wenn ich dran denke, die Eier entfernen. Habt ihr morgen nochmal Zeit zum Suchen? Ja, aber spätestens morgen, wenn ich dann online komme, werde ich sie dann entfernen. Von daher, ja, würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend. Und wir hören uns beim nächsten Stream, wann auch immer der sein mag. Bitte, Lü. Bis dann. I think we're getting close, racing through the wind.